Herr Bayer, Unternehmerkasse, Unternehmenskasse und Hausbankmodell sind Begriffe, mit denen in dem Bereich hier immer wieder operiert wird und ich auch aus Ihrem Mund schon gehört habe. Können Sie uns diese drei Begriffe mal genauer erläutern? Ja, Unternehmenskasse, Unternehmerkasse oder Hausbankmodell oder Hausbank oder mitarbeiterfinanzierte Hausbank. Es gibt hier die unterschiedlichsten Begriffe. Alle meinen nichts anderes als die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Und alle sollen einfach eins nur ausdrücken: Das Geld fließt nicht ab, bleibt im Unternehmen, bleibt beim Unternehmer und bleibt auch zur Verfügung des Unternehmers. Und dadurch wird eigentlich letztendlich nichts anderes gezeigt oder auch demonstriert, als auf der anderen Seite der Kapitalabfluss an eine Versicherungsgesellschaft, dass hier eben durch Unternehmenskasse, durch Liquiditätsbindung die Liquidität beim Unternehmen bleibt und das Unternehmen stärkt und auch fördert.